So, ja, da bin ich wieder. Also, ich habe jetzt alle Bücher, die ich hier drin gefunden habe, verkauft. Das heißt, die sind alle weg. Ich habe halt nur noch Räume gefunden, die halt anderes beinhalten, außer voll beladene Regale. Also, hier ist alles leer. Hier war ich schon drin. Oh, ja. Und ich dachte mir, bei diesen Dingen können wir mal eine Ausnahme machen und das vielleicht dann doch wieder mit in die Aufnahme reinbringen. Da, wo der junge Mann sitzt, da habe ich übrigens auch aufgeräumt. Da sind auch keine Bücher mehr. Doch, den habe ich auch, okay. Das ist mal ein großes Klo. Ich habe, wie gesagt, nur mir Dings geholt, Kronkorken, als ich es abgegeben habe. Das heißt, ich habe mir also auch nichts geholt, was in irgendeiner Form vielleicht interessant gewesen wäre. Dann haben wir den auch. Also wie gesagt, hier unten habe ich jetzt auch alles. Oh nein, ich habe ein Buch vergessen. Ich wollte gerade sagen, als ob der im Rollstuhl sitzt, der ist mir doch zu Fuß entgegengekommen. Das ist gut. Die Leute sollten in der Lage sein, sich hinzusetzen und miteinander zu reden. Vor allem in Zeiten wie diesen. Die gepflegte Unterhaltung ist die größte der verlorenen Künste, nicht wahr? Nachdem ich deinen Raum ausgeleert habe? Klar. Ich bin froh, dass Sie auch so denken. Die Konversation ist eine der Tugenden, die uns von Schwachköpfen wie diesen Sumpfbewohnern unterscheiden. Diese Sumpfbewohner sind übrigens mit einem Buch, einem wertvollen Familienerbstück geflohen. Würden Sie es für mich zurückholen? Gut. Die Narren, die es gestohlen haben, sind überzeugt, dass es geheime Kräfte hat. Deswegen werden sie es wohl gut bewachen. Östlich der Strandpromenade, im Keller einer Ruine, gibt es eine Kultstätte. Wahrscheinlich ist es dort. Bringen Sie es mir und ich bezahle Sie. Stellen Sie sich nicht so an. Sie haben eingewilligt, mir mein Buch zurückzubringen. Ich hatte gehofft, es würde etwas schneller gehen. Sie müssen zur Kultstätte östlich der Strandpromenade. Machen Sie sich auf einen Kampf gefasst. Ich nehme an, es kann nichts schaden, Ihnen diesen Gefallen zu tun. Was möchten Sie denn wissen? Mehrere Jahrhunderte. Es ist immer noch in guter Verfassung. Sie befinden sich in einem Musterbeispiel viktorianischer Architektur, mein Freund. Die Familie nach dem Haus und das Haus nach uns. Wir haben den Namen Black Hall übernommen, als wir Generationen vor dem Krieg hier landeten. Wir dürfen die Geschichte nie vergessen. Vor allem nicht in dieser finsteren Zeit.
Über was sollen wir reden? Ist Diebstahl denn kein ausreichender Grund dafür, jemanden zu hassen? Ups. Was? Sie müssen neu hier sein, wenn Sie das noch nicht wissen. Ja, Sie sind gefährlich. Sie feuern auf alles, was nicht zu Ihnen gehört oder zertrümmern oder essen es. Und oft beschießen Sie sich gegenseitig. Sie mögen zwar früher einmal Menschen gewesen sein, aber jetzt sind Sie das nicht mehr. Okay. Nein, die nicht. Denen fehlt sein Verstand. Aber sie sind wenigstens halbwegs zivilisiert. Den Sumpfbewohnern dagegen fehlt es an Glauben und Anstand. Aha, okay. Die glauben, das Buch habe eine Art von okkulter Kraft. Das ist natürlich nichts weiter als Aberglauben und totaler Blödsinn. Okay. Über was sollen wir reden? Lassen Sie sich nicht umbringen. Krieg ich hin. Okay, ich soll also ein Buch besorgen. Ich habe irgendwie so den Hintergrund im Hinterkopf, dass ich an dieser Kultstätte schon mal war. Ich entsinne mich, da unten in einem Keller gewesen zu sein, wo mit Holz... Warten Sie einen Augenblick. Was? Sie müssen mir unbedingt sagen, ob Obadiah Sie beauftragt hat, ein gewisses Buch zu finden. Ja. Das habe ich mir gedacht. Hören Sie gut zu, mein Kind. Sie dürfen es ihm nicht bringen. Dieses Buch ist unter dem Namen Griff Beckney bekannt und dient einem bösen Zweck. Ah ja. Ja, das Griff Beckney. Die Familie Blackhall verbindet eine lange, böse Geschichte mit diesem Buch. Sie haben es vor langer Zeit verloren, aber es ist nach Point Lookout zurückgekehrt. Und Obadiah trachtet danach, es wieder an sich zu bringen. Obadiah ist nicht besser als die Heiden, denen sie es stehlen sollen. Er will sie damit kontrollieren. Wer weiß, was er sonst noch vorhat. Es gibt eine Möglichkeit, dieses verdammte Ding zu vernichten. Und genau das habe ich auch vor. Aha. Mehr verlange ich auch nicht. Sie finden mich in meinem Zelt am Strand südlich von Blackhall. Gott möge mit Ihnen sein, mein Kind. Ja gut. Weiß jetzt gerade gar nicht, was ich sagen wollte, aber ich meine, ich kann mich an ein Loch in der Wand erinnern, was mit Brettern vernagelt war. Was? Warte. Das finstere Herz. Ort des Rituals. Ja, da war ich schon. Und da war auch der Keller wahrscheinlich. Parzelle des Offi-Clans. Machen wir erstmal eins fertig hier. Schnauze. Hatte der ein Luftgewehr? Mann, Jungs. Holt euch was Größeres. Idioten. So. Da. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Oh, Alter. Also irgendwie fange ich an zu glauben, dass das Buch irgendwas Böses ist. Achso.
Oh, hallo. Störe ich beim Essen? Zwerg ist satt. Sorry. Was? Oh Mann, nein. Vier auch noch. Och Mann, du willst mich doch veralbern. Jetzt bin ich schon wieder voll. Jetzt bin ich gerade. Verdammt! Wir sehen hier drin nur... Erneut willkommen in... Jo. Ich hab so allerhand. Sehen Sie sich doch um. Oh, er hat wieder von vorne angefangen, ne? Ja. Das letzte Mal musste ich so lange drauf warten und jetzt haut das auf einmal raus, der Idiot. Mann. Mikrofusionszellen hatte ich als letztes. Ich glaube, eine Kampfrüstung war nicht verkehrt, ne, oder? Ja. Musste hier was zurücklassen. Ah nee, musste ich nicht. Stimmt, ich habe ja Pokerfrüchte gegessen. Okay. Das sieht auch unglaublich vielversprechend aus.
ist eine Puppe. Oh Gott. Okay. Ich wollte gerade sagen, was sitzt denn dem auf dem Gesicht? Das war kein Gesicht. Der große Band, der auf diesem Lesepult liegt, muss das Knibbelfnick sein. Das Buch ist mit einer Flüssigkeit benetzt, die nach frischem Blut aussieht. Wow. Oh. Was soll das denn? Oh. Sackdreck. Okay, also ich habe das komische Griffbelnick oder wie das heißt. Die wollen es anscheinend. Ah, oh, Alter! Hey, das war uns. Waren die plötzlich da? Das fand ich schon etwas gemein. Stehen sie draußen auch alle. Na okay, wer will was? Nicht? Oh, jetzt bin ich ein bisschen entsetzt. So, die andere ist unten am Ach, Katastrophenschutz. Siehst du, da war ich noch gar nicht. Auch weißt du was, komm da. Gehen wir mal hin. Irgendwie ist mir auch gerade so ein bisschen mulmig mit diesem Buch. Ist vielleicht doch eine schönere Sache, das loszuwerden. Oh oh. Was denn? Die Maulwurfsratten gibt's hier auch? Obviously. Achso, okay. Moment, was ist das denn da? Da liegt ein Schiff auf der Seite. Schläft bestimmt nur.
Alter, was ist das? Au! Wasser so rein und klar ist. Na gut. Dann gehen wir doch erstmal dahin. Hier ist ja zumindest das Lager, was den Katastrophenschutz angeht. Das Zelt muss ich wahrscheinlich, okay. Aber ich nehme mich erstmal hier ein bisschen ab. Verwaltungszelt. Gut. Wie schwer. Ja, fast. Hier habe ich nicht mehr. Gut, was steht hier? Terminal. Kollektive Wohlfahrt, Freiwilligeneinheit Nummer MD1802. Uneigennützigkeitscharter. Charter. Mhm. Einheimischen. Einheiten Missionsparameter. Ermitteln Sie die medizinischen und sozialen Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung. Machen Sie auf Gesundheitsrisiken aufmerksam und bieten Sie bei lokalem Bedarf Hilfe an. Helfen Sie bei der Teilnahme an Bundesfitnessregierungsprogramm. Aha. Die Freiwilligen müssen in der Öffentlichkeit und im Privatleben jederzeit die Werte des Programms kollektive Wohlfahrt hochhalten. Öffentliche Informationen zur neuen Pest. Die neue Pest und du. Urheberrechtlich geschützt und verteilt durch das Präsidenten-Fitnessprogramm. Erkenne die Zeichen. Schütze dich und deine Gemeinde, indem du lernst, Personen zu erkennen, die an der neuen Pest leiden. Bei den Erkrankten treten häufig folgende Symptome aus. Schweißausbrüche, unerklärliche Quetschungen, Schwellungen, starke externe Blutungen, neue Ideale, wie zum Beispiel der Sozialismus. Ja, ist klar. Denke an Sim. Wenn du glaubst, mit einer Person in Berührung gekommen zu sein, die eines oder mehrere dieser verräterischen Anzeichen aufweisen, dann denke an Sim. S. Symptome bestätigen. Nähere dich der Person, die unter dem verdächtigen Symptom leidet, falls kein ziviler oder medizinischer Experte verfügbar ist, der dies tun könnte. Vergewissere dich, dass diese Person tatsächlich Symptome der neuen Pest aufweist. I. Isolieren. Sobald du dich vergewissert hast, dass es sich um einen Fall der neuen Pest handeln könnte, isoliere dich und die Person, die diese Symptome aufweist, von der Bevölkerung, da die neue Pest sehr ansteckend ist. M. Melden. Melde diesen Fall direkt bei der nächsten Bundesgesundheitsregistratur, der medizinischen Zentrale und überlasse alles weitere den Experten. Schütze dich. Die neue Pest ist eine sogenannte Geselligkeitskrankheit. Dies bedeutet, dass die neue Pest sehr ansteckend ist und durch gesellschaftliche Kontakte, wie zum Beispiel die Folgen, übertragen werden kann. Gemeinsames Lecken an Speiseeis, langsames Spazierenfahren auf der Hauptstraße, sexuelle Freizügigkeit, Sodomie, Besuche von Jahrmärkten oder Festivals. Wie kannst du dich also am besten vor Geselligkeitskrankheit schützen? Warum bleibst du nicht zu Hause und liest ein Buch oder kochst etwas? Du schützt dich am besten vor einer Ansteckung, indem du den Kontakt zu anderen einschränkst. Ja, Glückwunsch. Lass dich registrieren.
Hast du gewusst, dass deine Regierung dich vor der neuen Pest und anderen biologischen Gefahren schützen kann? Das ist wahr. Und du brauchst dazu nur die Bundesgesundheitsregistratur in deiner Nähe aufzusuchen. Dort werden freundliche Bundesexperten da ein paar kleine Proben nehmen und dich in der nationalen Registratur eintragen. Durch deine Teilnahme am Bundesregistrierungsprogramm erhältst du nicht nur die medizinischen Experten über deine medizinische Vorgeschichte und deinen Gesundheitszustand auf dem Laufenden, sondern lieferst auch einen wertvollen Beitrag zu wichtigen Forschungsprogrammen und erhältst das Anrecht auf Sonderpreise wie zum Beispiel Benzinrationen oder Urlaubsreisen an exotische Orte unseres Landes. Ja. Einheitenführungsprotokolle. Protokolleintrag 1. Ich kam heute mit der ersten Wagenlandung von Freiwilligen an. Keine Bundesbeamten weit und breit. Ich schätze, das Registrierungsprogramm hat diese Gegend bereits abgeklappert. Es wurden einige Sachen zurückgelassen und ich bin befugt, die Sachen aus dem Lager zu holen und zu benutzen. Wir haben einige einfache Antibiotika und Hygienevorräte sowie ein paar Kisten mit Informationsflugblättern zur neuen Pest. Das ist noch nicht viel, um etwas Großes aufzuziehen, aber immerhin können wir uns jetzt im Motel einrichten. Vorläufig werde ich mich darauf konzentrieren, mit Victoria unser Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen, während unsere übrigen Freiwilligen in die Gemeinde gehen, um die Lage zu erkunden. Ah ja. Nummer 2. Das Gebäude, das uns für unser Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt wurde, war der reinste Witz. Das Gebäude ist nur zur Hälfte fertiggestellt und was bisher gebaut wurde, sieht so aus, als könnte es jeden Moment von selbst umfallen. Das Immobilienunternehmen war keine große Hilfe. Ich habe einige Außendienstmaterialien angefordert, damit wir ein Zentrum unter freiem Himmel aufbauen können, bis dieses Problem behoben werden kann. Meine Freiwilligen haben mir berichtet, dass es in einem großen Teil dieser Gegend an der grundlegendsten Infrastruktur mangelt und wir daher wahrscheinlich am besten mit einfachen Impfstoffen und sanitären Materialien beginnen sollten. Ich habe einige dieser Materialien auf die heutige Einkaufsliste gesetzt. Glaube aber, dass wir die Lage vor Ort noch nicht gründlich genug erkundet haben, um jetzt schon mehr als das anzufordern. Protokolleintrag 3. Wir haben heute die erste Veranstaltung für unsere Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt, die allerdings nicht gut verlaufen ist. Der größte Teil der Bevölkerung im zentralen Gebiet von Point Lookout besteht aus Immigranten aus nahegelegenen städtischen Wohngebieten, zum Beispiel aus Bauarbeitern mit zeitlich begrenzten Verträgen, Hilfspersonal für öffentliche Unternehmen und ein paar wenigen Geschäftsleuten, die mit den Bauprojekten zu tun haben. Wir sind hier, um der ländlichen Bevölkerung zu helfen, die noch nicht einmal einen Nachttopf besitzt. Aber gerade diese Leute kommen einfach nicht in den Ort. Wir müssen unsere Arbeitsansätze gründlich neu überdenken. Die Bevölkerung scheint sehr zurückgezogen zu leben. Wir müssen bei unserer Öffentlichkeitsarbeit kreativ vorgehen. Eintrag 4. Victoria wurde heute schwer verletzt. Sie fuhr mit einem Lastwagen voller Vorräte zum Ark and Dove Kathedrale auf der anderen Seite des Flusses. Die meisten der Einheimischen, denen wir helfen wollen, wohnen in primitiven Behausungen im Feuchtgebiet. Die Kathedrale ist das einzige öffentliche Gebäude, das sich in der Nähe dieses Gebiets befindet. Victoria war nicht gerade im besten Zustand, um ausführliche Auskünfte zu geben, aber offenbar war niemand da gewesen, als sie die Kathedrale erreichte. Sie ging in die Sümpfe hinaus, um mit den Einheimischen, die da draußen in Hütten leben, Kontakt aufzunehmen. Die Rettungssanitäter behandeln eine Wunde an ihrem Hinterkopf. Sie wird wieder auf die Beine kommen, hat sich aber offenbar einen Schädelbruch zugezogen. Victoria kann sich nur noch daran erinnern, plötzlich ohnmächtig geworden zu sein. Es wurde nichts von ihren persönlichen Besitztümern oder dem medizinischen Material entwendet. Aber trotzdem werde ich Vorsicht walten lassen und den Freiwilligen verbieten, sich allein dort draußen herumzutreiben. Wir werden alles tun, was unter diesen Umständen überhaupt in unserer Macht steht. Oje. Und, komme ich jetzt raus? So, und raus. Okay, sie wartet in diesem Zelt anscheinend. Dann gehe ich erstmal in die anderen Zelte. Oh. Medizinerzelt. Okay. Dann mal raus hier. So. Also ich bin so froh, wenn das hier vorbei ist. Noch ein Medizinerzelt. Na gut, vielleicht ist ja hier noch ein bisschen mehr zu holen. Kurz speichern. Okay. Die junge Dame ist hier drin, ja? Marcellas Zelt. Die Thief. Was? Dieb?
War ein Dieb? Wow. Wieso denn Dieb? Marcellas Terminal. Persönliches Einsatztagebuch. S. Marcella Abteil. Ich bin das Licht der Welt, der mir folget, wird nicht der finsteren Wandeln, sondern das Licht des Lebens erhalten. Ah ja, okay. Reisetagebuch. Pitt? Ich habe während eines Sturms bei einer Handelskarawane Schutz gesucht und noch mehr beunruhigende Geschichten aus Pitt gehört. Ich frage mich, ob meine Aufgabe mich eines Tages dorthin führen wird. Vorerst muss ich meine Reise nach Osten zum Commonwealth fortsetzen. Ach komm, du willst nicht nach Pitt vertreiben. Das Commonwealth verlassen? Ich habe ihr so viel Gutes getan, wie ich nur konnte. Ich muss verschwinden, bevor ich die Konsequenzen zu tragen habe. Ich konnte mir eine Passage auf einem Schiff aushandeln, das nach Süden fährt. Ich weiß nicht, wo ich noch landen werde, aber so sind eben die Wege unseres Herrn. Aufenthalt im Ödland der Hauptstadt. Ah ja. Toba hat mir mit der Herzogin Gambit oben im Ödland der Hauptstadt angelegt. Ich habe den Nachmittag damit zugebracht, an einem Ort namens Rivet City Handel zu treiben. Ich habe mit einem Pater namens Clifford das Brot gebrochen. Er hat mir gewaltigen Auftrieb gegeben, einen anderen Anhängern des Glaubens zu begegnen. Ich muss bald wieder einmal hierher zurückkehren. Aha, okay. Einheimischen. Stammeskultur, Kathedrale. Die Stammeskultur hat ein wichtiges christliches Gebäude dieser Region besetzt, die Ark and Dove Kathedrale. Ich würde das Gebäude ja wirklich gerne nach Artefakten oder unversehrten Texten durchforsten, aber die Bewohner stehen allen Außenstehenden unverhohlen feindselig gegenüber. Sie haben mir jedoch angeboten, mich in ihrem Stamm aufzunehmen. Mich lockt die Versuchung, ihre Eide auf mich zu nehmen, um mir durch diese List den Zutritt zu erschwindeln, aber meine moralischen Bedenken sind einfach zu groß. Fährmann Toba. Der Fährmann ist ein einziger, eigenartiger Mensch. Er steht dem Glauben zwar skeptisch gegenüber, ist aber immerhin bereit, sich meine Messen anzuhören. In diesem Mann scheint wesentlich mehr zu stecken, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Und es haftet ihm auch deutlich der Geruch von Sünde an. Ich werde ihn während meines Aufenthalts in Point Lookout regelmäßig besuchen, um zu predigen, falls er dies erlaubt. Obadiah Blackhall. Ich habe einen Einheimischen namens mit Obadiah Blackhall getroffen, der ganz allein in einem alten Gutshaus wohnt. Er ist ein Überredungskünstler erster Güte. Er flehte mich an, für ihn ein Buch zu bergen, bei dem es sich seinen Worten zufolge um ein Familienerbstück handelt. Bei diesem Mann habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich werde versuchen, mehr über dieses Buch und die Verbindung zu Obadiah, zu den Sumpfbewohnern dieser Region herauszufinden. Er war jedoch nicht gewillt, mir mehr zu erzählen, als ich ihn darum bat. Neues. Ich habe herausgefunden, dass das Blackhall in den Überlieferungen dieser Gegend vorkommt. Demzufolge hat vor noch nicht allzu langer Zeit eine Vorfahrin von Obadiah, die Constanze Blackhall hieß, einen geheimnisvollen Text erworben, der als Krivbevnik bezeichnet wird. Das ist allerdings wirklich nicht gut, denn von diesem Buch habe ich schon einmal gehört. Ich muss es unbedingt vernichten. Okay, cool. Habe ich einen Verbündeten gefunden? Es ist mir gelungen, einen Außenstehenden abzufangen, den Obadiah beauftragt hat, das Krivbevnik zu suchen. Ich kann nur hoffen, dass es genügt hat, an seine Gutherzigkeit zu appellieren, denn was er dafür verlangt, kann ich nicht bezahlen. Ich werde dafür beten, dass der Außenstehende überleben wird und dass das Krivbevnik nicht bei Blackhall, sondern bei mir landen wird. Letzter Eintrag. Audiodatei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was kriege ich denn? Nein, was kriege ich denn hier? Sie griffen mich im Schlaf an. Ich werde sterben. Aber ich bete, dass Sie Obadiah das Buch nicht gebracht haben. Sie müssen meine Mission übernehmen. Es gibt einen Weg, das Krivbeck nie zu zerstören. Aber dazu müssen sie eine Pilgerfahrt unternehmen. Oh je. Hoch in den Norden des Ödlands. Suchen sie einen Ort namens Dunwich. Dort steht ein Obelisk. Auch er ein Werk des Bösen. Er zerstört das Buch, wenn sie es
nur dagegen drücken. Möge Gott Sie auf Ihrem Weg begleiten, mein Kind. Eilen Sie nach Dunwich, mein Herr. Ich bereue meine Sünden von ganzem Herzen. Wo ich Schlechtes getan und Gutes unterlassen habe, habe ich gegen dich gesündigt. Ah ja, okay. Okay, jetzt habe ich ihre letzten Worte zweimal. Karma verloren. So, nach Dunwich muss ich. Ach, im Ödland! Ach du Schande. Im Ödland muss ich nach Dunwich? Oh Gott. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Schön, Sie lebendig wiederzusehen. Jo. Gern, darum bin ich doch hier. Das ist doch schön, siehste. So, so muss das sein. Komplett aufgeschlossen. Voller Motivation. Und voller Energiezellen. Ach. Nein, ah, die Schaufel will ich wieder haben. Moment, die Schaufel will ich wieder haben, Schaufel will ich wieder haben. Jetzt kriege ich das Geld. Oh, oh. Ja, jetzt, dann muss ich definitiv jetzt mal die Energie... Nein, die Energiezellen nehmen. Okay, dann soll ich... Ja gut, dann gucken wir mal, wa? Kann ich ja sowieso ein paar Sachen wegbringen. Möchten Sie eine Reise unternehmen? Ja. Moment. Ja. Ich muss hoch in den Norden nach Dunwich. Schule von Springwest. Sein. Na los, Jungs! Ganz klar. Super! Ja. Ah! Ah!
du denn schon? Oh. Was ist das denn? Den habe ich ja ganz vergessen. Den habe ich übersehen. Okay. Ich muss hier hoch. Was muss doch hier... Ist das, das finde ich jetzt auf Anhieb nicht. Wo ist denn das Dunwich-Gebäude? Es gab ja eins. Und da war ich auch schon. Da muss ich jetzt aber, wie gesagt, mal gucken. Dunwich-Gebäude, Mann, wo war das denn nur? Habe ich jetzt gar keinen Bock. Oh! Dunwich-Gebäude. Hier ist das Dunwich-Gebäude. Wo sind denn hier drei... Mal im geringsten habe ich das.
Okay, jetzt bin ich an diesem Dunwich-Gebäude. Oder soll das da drin sein, in dem Gebäude? Gibt es da drin irgendwie... Naja, aber auch das wage ich zu bezweifeln, dass es hier sowas gibt. Das führt mich doch zu... Diese Questgebung führt mich ja zur Schule von Springvale. Warum auch immer. Aufgabenliste heißt aber Dunwich-Gebäude im Ödland der Hauptstadt. Am Dunwich-Gebäude bin ich ja.